Leute, willkommen zum neuen Video, Premiere. Ich bin im Windpark Wriedel und stehe zum ersten Mal in meinem Leben unter einer G158er. 4,8 glaube ich, oder 5,3 glaube ich. Was ein fettes Teil. Richtig krass. Ja, wir haben gerade ungefähr 20 Minuten gebraucht, hierher zu kommen. Interessant. Bremsen. Überall. Die Drecksviecher. Überall sind diese scheiß Bremsen. Ich könnte kotzen. Die haben unser Auto belagert. Draußen überall. Ich wollte kein Fenster aufmachen. Sonst würde man richtig zerstochen werden. Krass. Krasse Anlage. Ja, wir sind hier die ganze Zeit rumgeirrt. Ja. Hat ganz schön gedauert, hierher zu kommen. Jetzt sind wir hier im Windpark Wriedel mit 6 G158er auf 120 Meter Turm. Was eine geile Maschine. Ich sag's euch. Mega geiles Teil. Ich glaube, ich gehe gleich mal auf den Berg. Da kann man richtig gute Fotos von machen. So eine geile Anlage. Ja, hier stehen noch G15er und Repower stehen hier glaube ich auch noch. Ja, hinten. Ey, wirklich mega Windpark. Ich kann so sagen, Grundierung und irgendwie komische Kappen, keine Ahnung, finde ich komisch. Diese fette G. Alter, ich kann es nicht fassen, dass ich wirklich unter einer G stehe. Ich muss die ganze Zeit mal aufpassen. Wenn es ein bisschen verwackelt ist, dann gucke ich, weil Bremse. Muss man aufpassen. Ganz schön. Die belagern uns alle. Unter der Anlage geht es eigentlich. Da die andere. Fette Dinger, 120 Meter. Lustige Geschichte dazu. Die haben die Turmmarkierung, die Lackierung vergessen. Mussten die nachträglich ranmachen. Also den roten Strich. Den sieht man hier nicht. Aber haben sie einfach vergessen. Also wirklich, wie man das schafft, weiß ich auch nicht. Ist jetzt aber alles dran. Ja, wo ich da war, ich kann euch mal vielleicht ein Bild einblenden, da waren die Türme ganz normal, ohne rote Markierung. Ja. Ich gehe da jetzt mal hin, auf den Berg. Geile Anlage. Oder so einer fetten G stand ich noch nie. Auch Maschinenhaus sieht sehr interessant aus, wie Lego. Auch Treppe. Schön. Stabil. Neu lackiert. Sieht aus wie neu lackiert. Ist halt nagelneu, ne? Und die ist nicht so steil, die Leiter. Geht eigentlich. Wo ich da war, war die im Bau. Da war nur die Gondel. Und hinten wurde die gerade lagen da die Teile und so. Vom Berg aus wird man bestimmt eine richtig gute Aussicht haben. Hat ja New York Tobi auch gemacht bei der V136 auf 82 Meter Turm. Ja, alles noch sehr neu. Ich war ja hier am 31. März. Da war ich hier. Wow. Also wirklich wow. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich auf den Berg hochkomme. Für diesen Anblick. Eieiei. Ich bin hier. Ich würde auch sagen 5 Meter. Hoch. Die nimmt gerade Fahrt auf. Was eine fette Anlage. Und hier stand ein Bagger drauf. Das ist, würde ich mal sagen, das ist stabil. Krass. Der Turm ist auch unten so dünn. Und oben richtig fette Anlage. Also wirklich. Mega geil. Gleich geht's nach Altmendingen und dann nach Natteln und dann war's schon wieder mit der Tour. Also wirklich richtig geile Anlage.
Beim Aufbau haben die sich ja leider noch nicht gedreht. Oh, da lief gerade ein Reh. Ein junges Reh. Sehr junges Reh. Und sehr klein. Habe ich fast übersehen. Ist gerade weggelaufen im Wald. Gut. Die pfeift gerade ganz schön. Was ein Riesending. Der Flügel wirklich. 10 Meter über meinen Kopf. Mega geil. Ich sag's euch. Leider wurde hier nichts repowered. Hier wäre auf jeden Fall noch Platz. Da hinten ist noch ein Windpark mit E101. 4 Stück. Haben mir auch einer geschrieben. Ja. Das soll es gewesen sein mit diesem Video. Gerne bei Insta folgen, da kommen wieder richtig geile Bilder von den Anlagen. Wirklich geiler Windpark geworden mit 6G 158ern auf 120 Meter. Richtig geil. Dann geht es jetzt ab nach Altmenning und danach nach Natteln. Richtig geile Anlage, ich sag's euch. So, lasst gerne ein Like da. Zerballert den Like-Button, den Abo-Button, den roten auch drücken, Subscribe-Button und Glocke aktivieren, damit ihr den nächsten Teil von Uelzen nicht verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Windpark. Lasst ein Like da. Ja, ciao.